Fröbel beginnen, weil Fröbel ja prägend für die Kindergartenlandschaft nicht nur in Thüringen, sondern eigentlich, man kann es fast sagen, weltweit ist. Und jetzt hören Sie gut zu, denn Fröbel war weiter als die AfD heute, und zwar schon 1826. Für Fröbel nämlich war die Zeit von der Geburt bis zum Schuleintritt Bildungszeit. Ihm war immer bewusst, dass die wichtigsten Weichen in der Bildung bereits in den frühen Kindheitsjahren gestellt werden. Und genau so hat er ja auch den Kindergarten angelegt, konzipiert als Lehrer, als Erzieher in der Zeit, in der er selbst gewirkt hat. Und Fröbel war, denke ich, für viele hier im Hause auch immer ein Vorbild, wenn es darum ging, unsere Kindergartenlandschaft weiterzuentwickeln. Und das ist uns in der letzten Legislatur gelungen. Auch hier nochmal ein Dankeschön an den Thüringer Landeselternverband Kindertagesstätten. Und zwar nicht einfach so, sondern weil ich daran erinnern möchte, dass mit dem Volksbegehren tatsächlich eine quasi Volksbewegung für bessere frühkindliche Bildung gestartet wurde und schließlich auch ein sehr viel besseres Kindergartengesetz auf den Weg gebracht wurde. Und ich habe es vorhin durchaus gehört. Ich weiß es ja auch, dass das Kita-Gesetz jetzt anders heißen soll. Ich wünsche mir immer noch, dass wir ein Kindergartengesetz haben, was tatsächlich auch den Begriff Kindergarten im Namen trägt. Aber daran wird es sicher nicht scheitern. Ich meine nur, dass es einfach unsere Geschichte noch ein bisschen besser zur Geltung bringen würde. Ein Kindergartengesetz, das aber in der Tat umfassend denkt. Und da, werte Frau Musal, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, wer verstehen kann, noch mehr. Denn in dem vorgelegten Gesetzentwurf steht in § 1, was alles Kindertageseinrichtungen im Sinne des Gesetzes sind. Und im Absatz 2, jetzt hören Sie mir gut zu, heißt es nämlich, Kindertagespflege ist eine familiennahe Form der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, und jetzt hören Sie gut zu, insbesondere von Kindern bis zu 3 Jahren im Haushalt der Tagespflegeperson der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen. Sie kann bei einem besonderen Betreuungsbedarf ergänzend zu einer Betreuung in einer Kindertageseinrichtung erfolgen. Hier steht insbesondere von Kindern bis zu 3 Jahren. Was das heißt, das wissen Sie alle. Es ist möglich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und für uns als Bündnis 90 Die Grünen war und ist Wahlfreiheit schon immer ein ganz besonders hohes Gut. Und deswegen möchte ich natürlich an dieser Stelle auch die Gelegenheit nutzen, erstens den Kinderkrippen, den Kindergärten, 1315 sind es an der Zahl mit etwa 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber selbstverständlich auch den Tagesmüttern ganz herzlich zu danken, die Tag für Tag eine anspruchsvolle und unverzichtbare Arbeit leisten und deren Arbeit wissen wir, denke ich, alle auch sehr wohl zu schätzen. Für uns, das habe ich eben deutlich gemacht, die wir uns an Fröbel orientieren, hat frühkindliche Bildung in der Tat Priorität. Wir wissen aber auch, dass zur frühkindlichen Bildung ein Dreiklang gehört, ein Dreiklang nämlich aus Bildung, Erziehung und Betreuung. Und diese drei Dinge gehören für uns untrennbar zusammen. Frau Abgeordnete Rothe-Beinlich, es gibt eine Zwischenfrage der Abgeordneten Musal. Falls ich am Ende der Rede noch Zeit habe, werde ich sie gern beantworten. Frühkindliche Bildung ist eben kein Kampfbegriff, wie die AfD es behauptet, sondern beschreibt genau den Zugang zu frühkindlicher Bildung und Erziehung und Betreuung als einer der zentralen Gerechtigkeitsfragen in unserer Gesellschaft. Uns eint jedenfalls die demokratischen Fraktionen hier im Landtag, dass es gemeinsam darum geht, so früh wie möglich Chancen, Gerechtigkeit und gute Rahmenbedingungen für alle zu gewährleisten. Und Herr Tischner, ich weiß ja, dass Sie hier vorne immer mal das Spiel ganz gut spielen wollen, das zu erzählen, was Ihre CDU-Mitglieder gerne hören. Danach sind Sie dann wieder ganz umgänglich und auch zu fachlicher Auseinandersetzung bereit. Aber hier zu behaupten, es gäbe eine sachfremde Verknüpfung zwischen einem Wassergesetz und einem Kita-Gesetz, ist schlicht eine Lüge, das müssen Sie sich so sagen lassen, und ist auch unredlich. So etwas lassen wir uns nicht gefallen. Bringen Sie Belege, es ist schlicht eine Lüge. Herr Tischner hat hier vorne am Pult sogar gelogen, und das ist es, was mich so traurig stimmt. Frau Rothe-Beinlich, das gibt einen Ordnungsruf. Also, Sie können es ja belegen, dass es keine Lüge gewesen ist. Es war blanker. Die Verwendung des Begriffs Lüge ist mit einem Ordnungsruf zu belegen. Wie bitte? Für den Begriff Lüge gibt es einen Ordnungsruf. Für den Begriff Lüge bekomme ich einen Ordnungsruf. Dann genau. Ist das so. Den nehme ich selbstverständlich auch hin. Es war blanker Populismus, den wir hier vorne vom Pult erleben mussten. Und der hat sich auch fortgesetzt, dieser Populismus, als Sie nämlich behauptet haben, Herr Tischner, ich suche Sie gerade. Ach, da sind Sie.
als sie nämlich behauptet haben, dieses Gesetz wäre nur gemacht, um bestimmten Bürgermeistern oder Kommunen quasi Geschenke zu machen und zu ermöglichen, Kita-Gebühren zu erhöhen. Auch das ist eine Unverfrorenheit, ich muss es ganz deutlich sagen, denn alle Kommunen erheben Kita-Gebühren, das ist nun mal so. Ich weiß nicht, wie viel Sie von Erfurt wissen, Herr Tischner. Uns unterscheidet vermutlich, dass ich im Erfurter Stadtrat nicht nur sitze, sondern auch im Jugendhilfeausschuss und auch in der Arbeitsgruppe zur Entgeltordnung mitarbeite. Erst zum 01.01.2015 ist in Erfurt eine neue Entgeltordnung in Kraft getreten, die übrigens für alle Kindertageseinrichtungen ganz gleich in welcher Trägerschaft gilt. Das Spiel hier, freie Träger gegen kommunale Träger auszuspielen, funktioniert also auch an der Stelle. Entscheidend ist es in der Tat, und wir diskutieren da in Erfurt gerade wieder, Beiträge festzulegen, die gerecht sind, die die Lebensrealitäten mit im Blick haben. Und das meint sowohl die Einkommenssituation der Eltern als auch die Anzahl der Kinder. Und da stimmt es eben auch nicht, was Frau Musa hier behauptet hat, nach dem Motto, Sie hätten es erfunden, dass Sie erst kommen mussten, um uns das nahezubringen, dass in einer Familie auch noch Kinder sind, wenn sie die Schule besuchen oder aber wenn sie beispielsweise studieren, sondern das war allen von vornherein klar. Und ich bin froh, dass dies auch entsprechend im Gesetz Berücksichtigung gefunden hat. Lassen Sie mich ganz kurz auch noch mal aus unserer Sicht auf die wesentlichen Änderungen im Gesetzentwurf eingehen. Wir werden also mit dem neuen Kita-Gesetz ab dem kommenden Jahr ein beitragsfreies Jahr schaffen und entlasten damit Eltern, Birgit Pelke hat das ja hier auch dargestellt, von etwa 18.000 Kindern, die das betrifft, im Jahr vor der Einschulung. Und es ist kein Geheimnis, das ist ja auch schon gesagt worden, dass wir als Grüne das nicht ganz so euphorisch mitgetragen haben, weil wir davon überzeugt sind, dass es pädagogisch sinnvoll und richtig wäre, frühestmöglich Unterstützung zu gewähren. Deswegen hatten wir uns auch für das erste Jahr ausgesprochen. Dies war nicht durchsetzbar. Wir tragen aber auch jetzt das letzte beitragsfreie Jahr selbstverständlich mit, weil wir es als Einstieg in die Gebührenfreiheit sehen. Denn da bin ich ganz bei der Kollegin Pelke, die das auch gesagt hat. Frühkindliche Bildung, und das sieht die Linke ganz genauso, muss selbstverständlich perspektivisch gänzlich gebührenfrei werden. Übrigens kostenfrei, Frau Musal, ist es niemals. Kostenfreiheit steht auch nicht im Gesetz. Es geht um Beitragsfreiheit. Kindergartenplätze, Kinderkrippenplätze, Plätze bei Tagesmüttern kosten. Natürlich kosten sie, weil dort Qualität geleistet wird, weil dort eine ganz wichtige, hochwertige Arbeit geleistet wird. Aber wir stellen sie beitragsfrei. Das ist der große Unterschied. Die Kommunen erhalten außerdem durch die vorgesehene Spitzabrechnung und die Übergangsregelung einen vollen Kostenausgleich für das beitragsfreie Kita-Jahr. Zu den höheren Leitungsanteilen will ich auch noch mal kurz sagen, für größere Kitas, Ihren Vergleich, den Sie da vorgenommen haben, Frau Musal, von Massentierhaltung und Kindertageseinrichtungen zu sprechen, und das in einem Abendzug, der verbietet sich schlichtweg, da muss man, glaube ich, auch nicht weiter darauf einzugehen. Wir jedenfalls nehmen eine Deckelung bei den Leitungen auf eine Vollzeitstelle vor, und das ist auch überfällig. Diese Deckelung werden wir auf anderthalb Stellen ausweiten, um insbesondere den gestiegenen Organisationsanforderungen von Kindertagesstätten auch gerecht zu werden. Wir wollen außerdem mehr Kitas zu Eltern-Kind-Zentren weiterentwickeln. Das ist auch eine langjährige Forderung. Auch das ist ein weiterer Meilenstein im neuen Gesetz. Und wir werden die Amtszeit der Elternbeiräte, das war ja immer ein wichtiges Anliegen, auf 2 Jahre verlängern und klare Kriterien für eine sozialverträgliche Staffelung der Elternbeiträge festlegen. Frau Pelke ist erfreulicherweise auch auf den Betreuungsschlüssel eingegangen. Bekanntlich ist es ja tatsächlich so, dass Thüringen beim Verhältnis Fachkraft zu Kindern im bundesweiten Vergleich nur im hinteren Mittelfeld landet. Und daher werben wir ganz klar weiter für eine personelle Entlastung der Erzieherinnen und auch für eine Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relationen für die jeweiligen Altersgruppen. Wir wissen aber, das kostet sehr viel Geld. Wir werden das miteinander diskutieren müssen, in den Anhörungen genauso wie in den Haushaltsberatungen. Aber wenn die SPD jetzt sagt, sie könnte sich einen Schlüssel von 1:14 statt 1:16 gut vorstellen, sind wir ganz sicher bereit, das selbstverständlich mitzugehen, weil wir das seit langem aus Überzeugung fordern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich auch, dass es inzwischen immer mehr Einigkeit gibt, dahingehend, wie wir mit Kindern mit erhöhten Förderbedarfen umgehen. Wir können es uns beispielsweise sehr gut vorstellen, die Kitas durch multiprofessionelle Teams besser zu unterstützen. Auch das hat Frau Pelke hier vorgetragen. Wenn wir dafür eine Mehrheit finden, sind wir jedenfalls sehr froh, denn das ist entscheidend für die Qualität. Und die Qualität ist es, die wir im Blick haben müssen, auch und gerade bei der frühkindlichen Bildung.
Und wir werben natürlich auch für eine gesetzliche Stärkung der Tagespflege. Das kostet nicht immer nur Geld, sondern hat im Gesetz auch viel mit der Anerkennung der wichtigen Arbeit der Tagesmütter zu tun. Auch werden wir uns hier im Parlament der Diskussion um tarifgerechte Bezahlung stellen. Es gibt ja sehr berechtigt, insbesondere von Seiten der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die Forderung nach einer Tarifklausel, da die Lohnunterschiede zwischen einzelnen Trägern tatsächlich groß sind. Die Frage ist nur, ob und wie Politik an der Stelle tatsächlich tätig werden kann. Lassen Sie mich noch einmal deutlich machen, dass wir als Grüne gleichsam mit unseren Koalitionspartnern und natürlich auch allen Beteiligten eine offene, eine ehrliche und eine gute Diskussion in den nächsten Wochen und Monaten führen werden, um ein neues und gutes Kita-Gesetz für Thüringen zu beschließen. Und da ich mit Fröbel begonnen habe, möchte ich auch mit Fröbel enden. Er hat nämlich gesagt, und das schon im Jahre 1826, Zitat, das Kind muss gleich von seiner Geburt an seinem Wesen nach angefasst, aufgefasst, richtig behandelt und in den freien, allseitigen Gebrauch seiner Kräfte gesetzt werden. Zitat Ende. Ich hätte jetzt noch 45 Sekunden. Bitte schön, zur Nachfrage von Frau Abgeordneten Musal. Ja, vielen Dank, Frau Rothe-Beinlich, für die Gelegenheit einer Frage. Und zwar haben Sie ja vorhin zur Kindertagespflege zitiert. Da wollte ich Sie fragen, ob Sie sowohl Ihr Gesetz als auch die Begründung denn selber ganz zu Ende gelesen haben. Denn da steht ja eindeutig drin, dass ab 3 Jahren die Kindertagespflege nur noch in begründeten, einzeln zu begründeten Ausnahmefällen zulässig sein soll und nur eben zusätzlich zur Kita-Betreuung. Ich könnte es jetzt ganz einfach machen und einfach nur Ja sagen. Natürlich habe ich es gelesen, aber es ist möglich. Es muss begründet werden, aber es ist möglich. Und genau das sagt das ja auch aus, was ich vorgelesen habe. Hier steht nämlich insbesondere von Kindern bis zu 3 Jahren. Das ist eine Richtschnur. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Vielen herzlichen Dank.